Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte seien Sie so freundlich, in den Plenarsaal zu kommen und in demselben auch Platz zu nehmen oder auf der Galerie Platz zu nehmen. Und soweit das möglich ist, mir Ihre Aufmerksamkeit für einige wenige Bemerkungen im Rahmen der amtlichen Mitteilung zu schenken. So, dann können wir anfangen. Ich eröffne die 39. Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Heiße Sie alle wohlbehalten und fast glücklich und fröhlich zurück. Ich darf die Beschlussfähigkeit feststellen mit Blick in den Plenarsaal und komme zur Tagesordnung. Eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD. Das ist die Drucksache 20/2692 zu dem Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz. Der Änderungsantrag wird, wenn Sie dem nicht widersprechen, dann zusammen mit Top 7, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs zu diesem Thema, aufgerufen. Niemand widerspricht. Top 7 mit den dazugehörigen Änderungsanträgen wird dann wiederum zusammen mit Top 14 aufgerufen. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs. Und vereinbarungsgemäß erfolgt der Aufruf heute Abend nach dem Tagesordnungspunkt 15. Weiterhin ist eingegangen und auf den Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat eine zentrale Bedeutung in der Corona-Krise, ist der Betreff Drucksache 20/2691. Ich darf auch hier fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Kollege Frömmrich, bitte schön. Nein, nicht zur Dringlichkeit, sondern ich wollte zum Tagesordnungspunkt 7 und 14 fragen, ob, ich habe es gerade nicht verstanden wegen der Unruhe, ob wir den Punkt 7 und 14 hinter 15 dann behandeln. Ja, ganz genau so ist es. Wir wollen den Aufruf heute Abend nach Top 15 machen. Alles klar. Kommen wir noch einmal zur Drucksache 20/2691. Das ist der Dringliche Antrag der Freien Demokraten. Hier wird die Dringlichkeit bejaht. Keiner Kollege, alles klar, wunderbar, dann machen wir das so. Dann wird er Top 49 und wenn nicht widersprochen wird, rufen wir den mit Top 13 auf. Und schließlich ist noch eingegangen und auch auf den Plätzen verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, europäische Solidarität in der Corona-Krise, Drucksache 20/2693. Auch hier wird, wenn ich das richtig beurteile, die Dringlichkeit bejaht. Das wird dann der Top 50 und wir rufen den mit Top 35 auf. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der AfD. Auch hier sind alle einverstanden. Ebenfalls zu dem Setzpunkt ist gerade ein Dringlicher Antrag der Fraktion die Freien Demokraten eingegangen. Der wird derzeit, wenn ich das richtig sehe, auf den Plätzen verteilt. Heute tagen wir bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen bzw. der Beschlussempfehlungen. Vereinbarungsgemäß werden alle zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe und Entschließungsanträge heute Abend abgestimmt. So haben wir es besprochen, so wollen wir es machen. Und wir beginnen im Anschluss an die Mitteilung mit dem Setzpunkt der GRÜNEN. Der Entschließungsantrag der Regierungskoalition betreffend wirtschaftliche Folgen von Corona abfedern, Hessens Unternehmen unterstützen. Wir tagen heute ohne Mittagspause und entschuldigt fehlen heute von Seiten der Landesregierung der Ministerpräsident Bouffier von 10.30 Uhr bis 16 Uhr, Frau Staatsministerin Puttrich ab 12 Uhr und Herr Staatsminister Wintermeyer von 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit habe ich die amtlichen Mitteilungen absolviert.